Christian Jankowski. Christian Jankowski, toller, junger Künstler aus Deutschland, der wirklich hochintelligente Konzeptkunst herstellt, der sich immer wieder in Systeme hineinbegibt. Neulich auf einer Kunstmesse hat er einen italienischen Bootsbauer dazu gebracht, über sein Boot als Kunstwerk zu sprechen, sozusagen wie wenn ein Galerist über ein Kunstwerk spricht. Und bei Jankowski geht es eigentlich immer darum, wie eben Kunst sich in die Gesellschaft hineinbegeben kann. Dass Kunst eben nicht etwas Exotisches ist, sondern dass es, klar, es ist etwas sehr Exklusives, aber trotzdem ist es auch ein Produkt, es ist ein Werk, es ist etwas, das hergestellt wird, es ist etwas, was gehandelt wird, es hat eine Funktion. Und genauso ist er mit der Einladung hier in Zürich umgegangen. Er hat sich überlegt, welche Funktion hat die Kunst im öffentlichen Raum und hat hier wirklich eine tolle Arbeit beim Bahnhof Hartbrücke an der Geroldrampe und an der Hartbrücke angebracht, die sich eben mit den Fragen der Funktionalität von Kunst im öffentlichen Raum auseinandersetzt. Und wie tut sie das? Hier jetzt in dem Falle hat er sich mit der Theorie der Kunst im öffentlichen Raum befasst, mit dem Briefing, das Künstler vielleicht kriegen könnten, wenn sie eingeladen werden, ein Werk zu realisieren, und hat einzelne Kernsätze daraus herausgelöst, hat sie dann sozusagen in der eigenen Handschrift vergrößert und diese Kernsätze an die Brücken anbringen lassen. Zum Beispiel die Rolle der Kunst, Fragezeichen. Die Kunst soll an dieser Stelle ein Zeichen setzen, zum Beispiel.